So, wunderschöne Grüße aus Zypern. Aktuell bin ich noch die letzte Woche hier zum einerseits zum Urlaub und andererseits auch ein bisschen zum Traden. Die Woche wieder sehr interessant. Wir haben im MPK Marktausblick einen sehr spannenden Markt. Das ist der Kansas Weizen. Und wie dieser Markt so spannend wird, möchte ich mal ganz kurz erläutern. Fangen wir mit dem MPK Marktausblick an. Was wir jetzt sehen, das ist die Matrix, die aus drei Teilen besteht, eigentlich aus fünf, aber schauen wir uns das an. Das ist der COT-Report, dann haben wir den Value-Indikator der MPK, dann die technische Analyse MPK, Saisonalität, ob es nach oben oder unten geht. Das alles ergibt eine Bewertung. Maximale Bewertungszahl sind plus 21 oder minus 21. Ja, und dann gibt es den Tagestrend. Geht es nur nach oben oder nach unten? Und die ersten vier Punkte sind nur auf Wochenbasis. Was wir sehen aktuell für diese Woche, Great Britain Pound, dann Yen und Kan-Dollar, extrem bullish. Muss man jetzt sehen, Kan-Dollar ist schon in der Long-Position, aber bei Great Britain Pound und Yen müssen wir noch warten. Das sind die spannenden Märkte. Russell immer noch bärisch. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Grains. Und da haben wir eigentlich nur zwei Märkte, die wirklich spannend sind. Das ist Kansas Weizen und Minnesota Weizen. Minnesota Weizen ist nicht so interessant, weil es ist hier nur der Frontmonat liquide. Aber Kansas Weizen ist auch in den hinteren folgenden Kontraktmonaten sehr liquide. Das heißt sehr für uns Privatanleger handelbar, gerade für Spread Trading. Ja, und dann gucken wir uns das an. Wir haben fast 8 Punkte, 7 von 8 Punkten bei den COT-Daten. Value-mäßig Kansas Weizen extrem preiswert, also Kaufgelegenheit schlechthin. Und auch die technische Analyse, aber das werden wir gleich noch sehen, bietet sich an. 18 Punkte. Aktuell haben wir aber ein Short-Signal, Short-Trend. Buy liegt bei Buy-Stop bei 756. Ja, was sagen die COT-Daten in den Bereichen? Das sind die Währungen. Und hier unten haben wir den Kansas Weizen. Das ist die Weizen hier oben. Da haben wir das. Und Kansas Weizen ist in dem alten Kontrakt, also COT Report, in allen vier Zeitfenstern bullish, im neuen noch nicht. Aber für uns entscheidend sind die ersten zwei Zeitfenster. Die sind extrem wichtig. Ja, das Open Interest geht zurück, sehr positiv. Das heißt, man zieht sich aus diesem Markt raus. Das offene Interesse geht zurück. Mehr wollen wir gar nicht. Und gehen wir jetzt mal zum Chart über. Was ist passiert? Und fangen wir zuerst mit den reinen Nettozahlen an. Dann werden wir das gleich erkennen. Das heißt, hier ist dieser Kansas Weizen als reiner Chart in der Mitte. Und wir befinden uns jetzt hier hinten an dem Teil. Und dann hat der Chart noch weitere Einheiten. Das heißt, hier oben sehen wir die Saisonalität und hier unten die reinen Nettozahlen des alten COT-Reports. Und jetzt wird spannend. Wir sehen mal hier unten, das war im Juni 2007, da waren wir fast netto long die Commercials, das sind die roten Bars. Und damals hatten wir einen Anstieg gehabt, der dann folgte, um knapp 160%. Die nächsten Nettozahlen haben wir wirklich in dem Bereich Oktober 2008. Warum hat das aber keinen Nutzen gehabt? Schauen wir uns hier oben den Lauf der Saisonalität an. Da sehen wir, die geht seitwärts, abwärts, das heißt sehr unsichere Lage. Das Signal hätten wir also nicht nehmen müssen. Macht auch nicht besonders Sinn. Und dann schauen wir die nächsten Nettopositionen an. Das ist diese in dieser Abwärtsphase. Da hat dieser kleine Bewegung immerhin noch ein Plus von 8% gehabt, also oder 2000 US-Dollar. Aber die nächste Nettophase, das ist ganz interessant, da befinden wir uns in diesem steigenden Trend. Und das brachte im Kansas Weizen dann wieder ein Plus von knapp 100% oder 24.000 US-Dollar. Ja, das war 2010. 2011 ein identisches Bild. Gehen wir gleich hier hin, dann haben wir den Tiefpunkt da erwischt.
auch wieder Anfang Juni. Und das ist ein knappes Plus von 50 oder 45%. Auch das ist gut. Aber wir sehen auch hier vorne wieder, wie ich 2010, dass es dort eine sehr interessante Situation gab, weil wir haben einen kleinen Anstieg schon etwas vorher zu verzeichnen. Das ist dieser Anstieg. Und der brachte damals auch ein Plus von knapp 15% oder knapp 5000 US-Dollar ein. Ja, und jetzt sind wir wieder netto long. Und wieder stellt sich die Frage, geht es nach oben? Und wenn ja, wie viel? Allein sich nur auf die COT-Daten zu verlassen, auf der Saisonalität, ist ein bisschen wenig. Das wissen wir. Gibt viele Verluste. Und wenn wir uns nur auf die Saisonalität feststellen, stellen wir auch fest, wir befinden uns gerade in der fallenden Phase des Marktes. Das heißt, wir werden noch viele Seitwärtsbewegungen haben, viele Fehlausbrüche. Optimal wäre es dann so ab Mai. Ja, sehen wir uns den Value-Indikator an, wie es da aussieht. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Die grünen Punkte sind die Kaufgelegenheiten und Kansas Weizen ist gegen Gold klar preiswert. Und wir sehen auch die Verkaufssignale in Verbindung mit den COT-Daten und der technischen Analyse. Sitzen die dann fast perfekt, fast wie gemalt. Der Value-Indikator arbeitet gut bei Kansas Weizen. Also COT-Daten bullish, Value-Indikator bullish. Wir haben wenig anders zu erwarten. Auch der technische Ansatz hier. Wir sehen, wir haben einen hohen ADX-Wert. Stochastik ist gering. Ja, jetzt warten wir praktisch für eine Outright-Position, eine Einzelposition, dass es nach oben geht. Würde der Kaufpreis bei 7,45 liegen. Aber wie schon gesagt, es geht nach unten runter. Und das Tief ist Anfang Juni, Ende Mai Geschichte. Interessant wird es nur in dieser Phase. Das heißt, wir haben ab Ende März bis April, Mitte April eine steigende Phase. Da könnten wir dann den Einstieg suchen, wenn wir von einer Contango-Situation, die wir automatisch in diesem Markt haben, in eine Backwardation-Situation kommen. Stellt sich die Frage, wie können wir das handeln? Und optimal bietet sich da das Spread-Trading an. Und ich habe das mal schon vorbereitet. Gucken wir uns gleich an, wie das aussieht. Spread-Trading hat den Vorteil, dass es auf der einen Seite eine deutlich geringere Margin-Auslastung verlangt von uns und auf der anderen Seite wir mit Fehlausbrüchen viel leichter zurechtkommen. Und das ist dieser Spread hier hinten, diese schwarze Linie ist der Spread. Und die rote Linie ist der aktuelle Frontmonat von Kansas Weizen. Und wir hatten festgestellt, dass wir Mai immer so einen kleinen Ausbruch hatten und dass ab Juni, Anfang Juni, es immer nach oben geht. Na, schauen wir uns das an, was diese Sachen machen. Diese beiden Kontrakte, wer Spread Trader ist, der wird wissen wollen, welche Kontrakte es sind. Ist der September-Kontrakt Long und der Dezember-Kontrakt Short. Und das bedeutet, dass wir praktisch darauf setzen, dass wir eine Änderung der Forward-Kurve haben von einer Contango in die Backwardation rein. Und schauen wir uns das genau an. In diesem Mai hätten wir also mit einem Gewinn rechnen können von circa 162 US-Dollar innerhalb von 5 Tagen. Das tritt relativ häufig auf. Es klingt jetzt nicht viel, aber wenn man einfach aufgrund des Money Management und aufgrund der extrem geringen Margin-Auslastung mit einem 25.000 US-Dollar-Konto 5 Kontrakte traden kann, dann sind das auch schon mal knapp 750 US-Dollar. Viel interessanter wird aber der nächste Spread. Und zwar schauen wir uns das an dem Punkt an. Hier geht der Kontrakt nach oben. Das heißt, bei einem Tief, da müssen wir den Rücksetzer abwarten. Das wäre hier unten bei minus 23 Punkten. Und es geht hoch bis 13 Punkte. Das heißt, wir haben hier 10 volle Punkte. Oder wenn wir das umschreiben würden in Geld, dann sind das 500
US-Dollar. Und mit 10 Kontrakten haben wir hier in 24 Tagen auch mal 5.000 US-Dollar verdient. Das ist das Potenzial, was der Spread machen kann. Setzt aber voraus, dass wir verstehen, wann wir einen Wechsel von der Contango-Situation in die Backwardation haben in Weizen. Und dazu muss man ganz einfach sagen, aktuell haben wir einen klaren Abwärtstrend. Und dieser klare Abwärtstrend ist noch kein Anzeichen zu sehen, dass er dich dreht. Für uns also wichtig, wir müssen diesen Markt eng analysieren, beobachten. Und wenn er dann auf Tagesbasis dreht, das eine, das heißt, wir gehen von Short-Modus in den Long-Modus. Ich zeige das mal noch genauer. Ich möchte das mal speichern. Dann ist das das erste Ausrufungszeichen. Und das zweite Ausrufungszeichen, was wir haben, ist, wenn wir einen Wechsel haben in der Vorwärtskurve. Und diese Vorwärtskurve gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt sie sich auf oder geht auf die Börse und schaut sich einfach den Verlauf an. Hier sehen wir diese spannende Situation. Wir haben einen klaren Abwärtstrend im Kansas-Weizen. Auch die Professionals sind für diesen Markt klar. Professionals in dem Fall die Fonds klar bärisch. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ja, und erst ab Ende März bis Anfang April können wir damit rechnen. Optimaler ist es noch Anfang April bis Mitte April. Aber solange wie wir hier unten uns nach unten bewegen, haben wir keine Möglichkeit hier einzusteigen. Dann ist der Frontmonat immer noch nur angezeigt, dass er fundamental bullisch ist. Aber erst der Ausbruch nach oben ist für uns das Signal, dass wir hier den Entry suchen. Das war's. Wer von Ihnen weitere Informationen haben möchte, zum Beispiel wie dieser MPK Trader Report aufgebaut ist. Der erscheint wöchentlich, aktuell noch kostenfrei. Alle, die die MPK Trader Ausbildung machen, erhalten diesen Report als Grundlage für ihr Trading. Hat ca. 20 Seiten. Wir haben unterschiedliche Marktanalysen drin, praktisch 30 bis 40 Märkte. Haben interessante Kaufsignale, aktuell auch im Briten Pound. Wir haben Spread Trading Positionen, Seasonal Trading drin, sodass das vollgepackt ist mit interessanten Märkten, Marktchancen. Wer diesen Report haben möchte, einfach mir eine Mail senden und dann setze ich ihn auf den Verteiler und dann kann er sich das ansehen. Ist es was? Es ist definitiv nichts für Forex-Händler, das ist mehr was für Future-Händler oder für Menschen, die aktives CFD-Trading machen oder auch mit ETFs. Und dann ist es mal, denke ich, ein guter Mehrwert. Das war's von mir von Zypern. Schöne Grüße ins kalte Europa, kalte Deutschland. Ich muss ein bisschen schmunzeln, da liegt Schnee. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.